Hallo, liebe Star Citizen-Freunde, hier bin ich wieder, euer Star Citizen Proof. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Verse Talk 2.0. Ja, ich hatte es ja angedroht, dass ich das montags für euch immer machen wollte. Ich freue mich, dass der Verse Talk bei euch so gut ankommt und ihr brennt sicherlich schon darauf, die neuesten Infos aus dem Star Citizen-Universum zu erfahren. Tja, falls du noch kein Abonnent bist, dir aber diese Inhalte gefallen, dann drück jetzt schon mal auf den Like-Button und abonniere den Kanal und drück auf die Glocke, alles was dazu gehört, um mir deine Wertschätzung zu zeigen, das würde meinem Kanal nämlich wirklich sehr helfen. Danke dafür. So, nun aber direkt ab zu den Themen. Wie letzte Woche erwähnt, möchte ich euch montags immer die wichtigsten Themen der vergangenen Woche, insbesondere aus den Shows, zusammenfassen. Dabei werde ich euch nun die wichtigsten oder aus meiner Sicht coolsten Themen präsentieren. Also dann los geht's und wir starten mit dem letzten Inside Star Citizen von letzter Woche. Die Episode begann mit der Betonung eines der Hauptziele ihres Evergreen-Programms, nämlich die Arbeiten der verschiedenen Teams zu erkunden, die zur Schaffung unseres Universums beitragen. Auf dem Weg zur Alpha 323 und darüber hinaus, also der 4.0, machen sie eigentlich gelegentlich Abstecher zu den metaphorischen Nebenstraßen und widmen sich einigen Aspekten, die man bei der Entwicklung anderer Spiele nicht unbedingt entdeckt. In dieser Woche wurde stolz ein Team vorgestellt, das sich der kreativen Gestaltung, visuellen Konsistenz und dem kontextuellen Sinn der verschiedenen Unternehmen, Fraktionen und Gesellschaften des Persisten-Universums widmet. Das Branding-Team von CIG aus Montreal. Nicolas Fortin, ein Mitglied des Teams, führte durch die Episode und erzählte von seinem Werdegang und seiner Erfahrung im Bereich Branding, bevor er zu Star Citizen kam. Er betonte die Bedeutung einer einheitlichen visuellen Identität im Spiel und wie dies zur Immersion beiträgt. Fortin erläuterte, dass dieses Branding-Team nicht nur Logos und Poster erstellt, das wäre ja relativ langweilig, sondern auch an der Gestaltung von Charakteren, Schiffen, Marketingmaterialien und Webdesign beteiligt ist. Sie haben sogar Navigationsbeschilderungen für Landeplätze entwickelt, um die Spielerfahrung zu verbessern. Ein Schwerpunkt des Teams liegt darauf, die unterschiedlichen Marken und Fraktionen im Spiel zu definieren und zu vereinheitlichen. Dies beinhaltet die Entwicklung von Markenbiografien, Positionierungsstrategien und Style Guides, um sicherzustellen, dass alle visuellen Elemente konsistent sind. Fortin sprach aber auch über die Herausforderungen bei der Arbeit an etablierten Marken wie Drake und Crusader, bei denen sie verschiedene Interpretationen und Versionen überwinden mussten, um eine einheitliche Version zu schaffen. Zusätzlich zur Entwicklung von Brandings für die Spieler arbeitet das Team aber auch an internen Tools wie einem Branding-Katalog, um die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Teams zu verbessern. Ein weiterer interessanter Aspekt war die Arbeit an Pyro Region, bei der das Team Graffiti und Gang Branding entwickelte, um die unterschiedlichen Gruppen und ihre Identitäten darzustellen. Schließlich betonte Fortin die Bedeutung des Brandings für die Immersion und emotionale Verbindung der Spieler mit dem Spiel. Er erklärte, dass Branding nicht nur für Marketingzwecke dient, sondern auch ein künstlerisches Werkzeug ist, das viele Aspekte der Universumsgestaltung beeinflusst, einschließlich Beschilderung und persönliche Identitäten. Insgesamt war das Inside Star Citizen ein faszinierender Einblick in die Arbeit des Branding Teams und seine Bedeutung für die Entwicklung von Star Citizen. Vieles davon nehmen wir nur unterbewusst wahr und wird uns gar nicht so bewusst. Daher finde ich persönlich, war das eine coole Show, diese Einblicke auch mal zu sehen. Was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Kommen wir nun zum Star Citizen Live der letzten Woche, denn wir hatten eine besonders interessante Star Citizen Live Episode, die sich intensiv mit verschiedenen Aspekten der Spielentwicklung und der Erfahrung der Mitarbeiter befasste. Diese Woche standen nämlich interessante Einblicke in die Anfänge von Star Citizen und die Erfahrung der Mitarbeiter im Mittelpunkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war das wie so ein Flashback zu den alten Zeiten. Die Diskussion begann mit einem Rückblick auf die Anfänge von Star Citizen, als das Team noch in einem Keller in Austin arbeitete. Es wurden Geschichten über die Herausforderungen und Erfolge geteilt, während das Spiel langsam Form annahm. Die Mitarbeiter erinnerten sich an Momente der Überlastung, als die Webseite nach der Ankündigung des Crowdfunding-Projekts von Chris Roberts zusammenbrach, aber auch an die aufregende Zeit, als die ersten Versionen des Spiels veröffentlicht wurden. Einige Mitarbeiter teilten ihre Erinnerungen an die Zeit, als sie im Harry Potter-Stil unter der Treppe arbeiteten, während der Raum gleichzeitig als Serverraum noch gedient hat. Ist schon interessant, wie das angefangen hat. Es wurde über die Anfänge des Build-Systems gesprochen und wie entscheidend es für die Entwicklung des Spiels war.
Ein weiteres Highlight war die Erwähnung des Alpha 3.0 Updates und die lustige Anekdote über die Wette eines Mitarbeiters, wer das wohl war, der versprach, seinen Bart nicht zu rasieren, bis das Update veröffentlicht wurde. Die Mitarbeiter lachten über die Ergebnisse und teilten ihre Erinnerungen an die turbulenten Zeiten während der Entwicklung. Schließlich wurden die verschiedenen Teams und ihre Aufgabenbereiche vorgestellt. Darunter war das Publishing Operation Team, das für die Website und die Veröffentlichung von Inhalten verantwortlich ist, sowie das Build Team, das die Entwicklungsumgebung unterstützt. Es wurde auch die wichtige Rolle des Player Experience Teams und des Live QA Teams hervorgehoben, die dafür sorgen, dass die Spieler eine reibungslose Erfahrung haben. Insgesamt war die Star Citizen Live-Episode eine unterhaltsame Reise durch die Geschichte und die aktuellen Entwicklungen von Star Citizen. Ich freue mich auf weitere spannende Einblicke in die Zukunft des Spiels und danke den Mitarbeitern tatsächlich wirklich für ihre gute Arbeit und Hingabe. Wenn man einmal sieht, woher sie kommen, vom Arbeiten unter der Treppe bis jetzt zu mehreren Studios weltweit mit über 1000 oder 2000 Mitarbeitern mittlerweile, dann ist das schon ein Werdegang, der auch Respekt verdient. Was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. So, wir sind noch nicht ganz fertig, denn wir haben noch einen kleinen Sprint-Report für euch vorbereitet mit einigen Themen, die auch noch erwähnenswert sind. Übrigens habe ich hier oben auch noch ein Video verlinkt, in dem ich mich mit einigen dieser Punkte auch noch etwas intensiver auseinandersetze. Schau es dir doch gerne mal an. Im Sprint-Report haben wir Koramor, der Valentinstag vom 8. bis zum 15. Februar. Bei Koramor feiert man die Liebe und lädt Duos von Abenteurern ein, gemeinsam romantische Erlebnisse zu genießen. Mit dem Arena Commander Duo Showdown, Duo Aktivitäten und dem First Date in the Verse Screenshot Wettbewerb gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Liebe im Verse zu feiern. Dann das zweite Thema ist das Freefly vom 8. bis zum 15. Februar. Das Freefly Event ermöglicht es allen kostenlos in die Welt von Star Citizen einzutauchen. Man hat die Chance, mehrere Schiffe kostenlos zu testen, darunter die Nomad, die Origin 100i und andere Schiffe, die man im Verse ausprobieren kann. Der zweite Punkt ist das Red Festival 2954, Lunar Neujahr, das geht vom 8. bis zum 26. Februar. Und das Red Festival läutet jedes Jahr ein neues Jahr ein, wie zum Beispiel in China. Es orientiert sich an China, das Neujahr. Und dieses Jahr ist das Jahr des Drachen. Und man kann versteckte Umschläge finden, spezielle Farbschemata kaufen und im Arena Commander Takeover zahlreiche Aktivitäten für die Citizen in Stanton genießen. Nächster Punkt ist Koramor 2954, First Date in the Verse Screenshot Contest, da komme ich nochmal drauf zurück. In dem Screenshot-Wettbewerb kannst du nämlich, wenn du romantische Bilder teilst, wie du dir ein erstes Date vorstellst, verschiedene Preise gewinnen. Unter anderem kannst du eine Argo Mole mit Lifetime Insurance LTI gewinnen. Und dann gibt es natürlich noch den Lunar New Year 2024 Referral Bonus. Der Referral Bonus belohnt die Leute, die sich zum Beispiel mit meinem Referral Code einen neuen Account anlegen und dann einen Wert von $40 im Shop ausgeben. Ob man damit nun ein Starterpaket kauft, was ja dann sinnvoll wäre, damit man auch Zugang zum Spiel hat, oder sich nur ein Schiff kauft, ist erstmal egal. Aber beide, derjenige, der wirbt und derjenige, der geworben wurde, bekommen eine Drake Dragonfly mit LTI dazu und ein komplettes Waffen- und Rüstungspaket für FPS-Kampf im Spiel. So. Und mit diesen ganzen Ereignissen im Spiel will ich auch diese Show heute beenden. Das war's nämlich für heute von mir, eurem Star Citizen Proof. Vielen Dank, dass du das Video bis hierhin geschaut hast. Und wenn es dir gefallen hat, dann vergiss nicht, die Glocke zu abonnieren und den Like-Button zu küssen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr wisst doch alles, wie das läuft. Folgt mir auf den Kanälen und habt Spaß an den Videos. Ich habe auch Spaß daran, euch diesen Content zur Verfügung zu stellen. Und dann teilt mir in den Kommentaren mit, wie eure Meinung zu den aktuellen Themen sind. Was haltet ihr davon? Lasst es mich wissen. In diesem Sinne, teilt das Video, damit es so viele Citizen wie möglich oder Citizen, die es noch werden wollen, sehen können. Habt Spaß, bis bald. Fly safe, proof over and out.